Dann kommt und vergib uns unsere Schuld. Da ist natürlich das Paradebeispiel vom verlorenen Sohn, das ich da genommen habe. Im Bild kann man so rundum oben links anfangen. Da kommt der Vater und gibt seinem Sohn das Geld, das er ihm abverlangt, das Erbe oder was auch immer. Und dann geht er in fremde Land und verbraucht das Geld, verprasst, bis er einfach nichts mehr hat. Und schlussendlich bei den Säuen landet und dort nur noch froh ist, wenn er ein bisschen Essen von diesen Säuen haben kann. Und dort erinnert er sich dann an seinen Vater und denkt, beim Vater hätte ich selbst als Knecht noch besser und geht dann zurück. Und der Vater hat in den Händen einen Ring, der ist auch im Rand überall, als Zeichen von der Vergebung, von der Wiederherstellung als Sohn, dass er einfach willkommen ist. Und so sind wir bei Gott auch immer willkommen, selbst wenn wir im Elend sind oder ein Zeichen gemacht haben.